Okay, nochmal. Hi und Hallihallöchen. Und ja, ich möchte mit euch über ein Thema reden, was mich zurzeit total beschäftigt, wie immer freitags. Und wo ich auch mir Gedanken drüber gemacht habe. Kann aber nicht garantieren, dass ich heute mich gut artikulieren kann oder dass die Worte richtig rüberkommen, weil ich hatte einen Mini-Overload. Ist mir auch noch nicht oft passiert, gebe ich zu, ist jetzt gerade auch so ne, für mich meine Mom und für die meisten so eine ganz neue Situation, weil ja, mein Sprachzentrum funktioniert, meine Motorik ist etwas, ja, sie läuft nicht rund. Und ich habe auch leichte, also ich bin total schwach, also ich kriege kaum gerade meinen Laptop hochgehoben. Und ich bin extrem müde und ich muss auch zugeben, ich bin gerade sehr empfindlich bei vielen Dingen und breche wegen fast jeder Kleinigkeit. Mein Vater kommt nach Hause und sagt, hallo Kind, wie war dein Tag? Und ich breche ins Heulen aus und ja, ist irgendwie ein bisschen komisch, ist irgendwie schräg und ich bin auch echt ein bisschen, also ich merke es auch an solchen Sachen, dass ich verwirrt bin. Also ich habe erst gar nicht geglaubt, dass es einen Mini-Overload gibt, sowas. Habe ich schon mal irgendwo gelesen, aber habe dann nicht geglaubt, dass es sowas gibt, weil ich ja immer total weg war. Aber jetzt, wo ich den so habe, finde ich den zum Teil etwas anstrengender, weil ich mich ein Stückchen weit wie normal fühle, aber zum anderen Stück total komisch. Also so fremd, als ob ich nicht, ich, also als ob mein Körper sich von alleine bewegt und alles tut und ich irgendwie gar keine Kontrolle mehr habe. Ja, das vorab. Die kleinen und großen Probleme eines Aspergers an so einem Tag. Die andere Sache, die ich noch erzählen wollte, war, obwohl ich das hatte, war ich mit meiner Großmutter gestern bei einer tollen Ausstellung, die heißt Körperwelten. Die ist bei der Oberschwabenhalle und die geht ungefähr noch bis zum 3. Juli 2016. Also nur für die, die das Video danach 2016 gucken, tut mir leid, ist etwas zu spät. Und die war wirklich gut und ja. Aber jetzt bin ich eben auch ein bisschen groggy heute. Aber ich wollte trotzdem mit euch über dieses Thema sprechen, weil ich eben finde, dass es zu besprechen für mich auch wichtig ist. Und weil ich einfach auch zu diesem Thema meine Meinung kundtun möchte. Gut, jetzt habe ich lang genug vorgelabert. Jetzt fange ich einfach mal an. Ich möchte zum Thema dem Brexit oder zur EU reden. Also, ich kann jetzt, ich muss zugeben, ich war heute noch nicht im Internet. Also, ich habe noch keine Ahnung, wie diese Abstimmung ausgegangen ist. Es tut mir an dieser Stelle leid. Und, Halbwissen ist auch immer so eine Sache. Eigentlich sollte ich jetzt mich informieren, aber um ehrlich zu sein, geht es mir ja nicht darum, ob die Briten jetzt aussteigen oder nicht, sondern mir geht es darum, was daraus gemacht wird. Ich finde es extrem krass oder wirklich extrem schräg, dass alle es so hinstellen, als ob wenn die Briten aussteigen, dass sofort die EU auseinanderbricht. Und da kommt bei mir so die innere Frage auf, wenn die nur wegen so einer Kleinigkeit auseinanderbricht. Also, wie stabil ist sie denn dann überhaupt? Weil wir wollen uns jetzt mal als Kind habe ich immer dieses Bild gehabt von den Streichhölzern. Ein Streichholz zerbricht, aber viele Streichhölzer halten gut zusammen. Aber ist die EU überhaupt wie so ein Streichholz? Naja. Knäuel. Entschuldigt, mir fällt gar kein besseres Wort ein. Oder ist sie einfach wirklich bloß so ganz viele einzelne Streichhölzer, die in einer Schlange oder in einer Reihe nebeneinander stehen? Ich muss an dieser Stelle wirklich sagen, ich finde es extrem schwach. Schwach, dass man nur weil ein einziger sagt, ja, ich bin dann mal weg, das ganze System also nach dem Motto, zusammenbricht gefühlt. Also alles, was wir so hören von den in den Medien, in den Nachrichten, klingt ja total nach Weltuntergangsstimmung. Aber ich möchte jetzt mal an dieser Stelle anmerken, es gab schon Reisen, bevor die EU da war. Es gab Handel, bevor die EU da war. Es ist nicht so, dass die EU oder dieses ganze Ding alles total neu erfunden hat. Klar, es ist viel vereinfacht worden, geht jetzt leichter, geht schneller, aber mal ganz ehrlich,
Wie viel bringt die EU eigentlich im Vergleich zum, wie viel braucht sie? Brauchen tut sie in meinen Augen mal viel mehr Zusammenhalt, viel mehr Engagement von allen Staaten, von allen Ländern, von allen, die daran teilnehmen. Wirklich viel mehr Verständnis auch für andere Kulturen. Manchmal habe ich so den Eindruck, wir alle leben in ähnlichen Kulturkreisen, reden aber kein Wort miteinander. Und also, ich weiß, das ist jetzt der totale, dieses typische Totschlagargument, aber während der Flüchtlingskrise hat man es ja gesehen. Wie viele von den EU-Staaten haben wirklich zueinander gehalten? Wie viele haben angefangen, dann auseinander zu bröckeln? Wie viele Leute sagen, haben plötzlich angefangen zu sagen, es ist ja eigentlich, die EU ist total ab, also überm Zenit, die funktioniert nicht mehr. Und wie viele Leute haben dann einfach mal überlegt und versucht, sich zusammenzusetzen und darüber nachzudenken und zu arbeiten, dass man eine gemeinschaftliche Lösung findet, und zwar wirklich so eine richtige gemeinschaftliche, sodass alle irgendwas davon haben, dass alle irgendwie drin noch weiterhin sein können. Und also wisst ihr, entschuldigt, aber es ist echt schwierig mit Halboverlautschädel, dann noch dem grölenden Nachbarn nebendran und dann auch noch so schwere Themen. Okay, ich bin kurz rausgekommen. Tut mir leid. Ja, für mich persönlich ist auch diese Tatsache, vor 16 Jahren oder so, das hat mir meine Mutter irgendwann erzählt, hat zum Beispiel Österreich oder die Schweiz, also ich weiß es jetzt nicht mehr, entschuldigt, falls es jemand weiß, gerne in die Kommentare, hat damals um den Eintritt in die EU gebeten. Und jetzt haben sie nach 16 Jahren diesen Antrag zurückgezogen. Und da frage ich mich dann, weißt, wieso ist man nicht mal bereit, es zu versuchen, einzutreten, und vielleicht, wenn es nicht funktioniert, kann man ja wieder austreten. Ist ja nicht so eine, ist ja nicht bis ans Ende aller Tage und ihr seid jetzt verbunden und yo, das war's jetzt. Nur noch jetzt geht nur noch die EU. Sondern, wie wir es ja jetzt bei den Briten sehen, es gibt ja einen Ausweg. Oder was ich auch so krass finde, ist solche Sachen wie zum Beispiel, ich habe mir ein Spiel angeschaut, und dann wurde erklärt, warum die Engländer mit mehr als nur einem Team teilnehmen dürfen. Und dann ist in einem Nebensatz gefallen, so ein Satz nach dem Motto, ja, aber wenn sie aus der EU austreten, ja, dann müssen sie auch wieder alle zusammen antreten. Wobei, wie ich das verstanden habe, aber das kann ich auch verbessern, hat es mit der EU oder so gar nichts zu tun, weil die Briten sind schon angetreten mit vier Mannschaften, da war die EU noch lange nicht gebildet. Also. Und solche Dinge finde ich dann albern, wenn man dann Angstmacherei betreibt, wenn man sagt, das geht gar nicht, oder wenn man anfängt zu sagen, das ist total essentiell, dass die jetzt bleiben, dass die jetzt alle wirklich hier mitmachen, und im Prinzip dann auch noch mit solchen Sätzen kommt wie, ja, die Wirtschaft wird einbrechen und das wird hier und da und jenes und sel und bla und blub. Heute habe ich ja die Tagesschau geguckt, oder nee, es war gestern, tut mir leid. Tut mir echt leid, ich bin ein bisschen zeitlich raus. Und dann kam da so, es werden so und so viele dann ihre Jobs verlieren, so und so viele Prozent wird das Pfund abnehmen vom Wert, und so viel wird da und da passieren, und da wird noch was passieren, und jenes wird noch passieren, und überhaupt die Einhörner existieren nicht mehr. Und das nur, weil sie aus der EU austreten wollen. Und das fand ich dann ehrlich gesagt nicht okay. Einfach mal dieses ewige Angstmacherei, vor allem auch hier in Deutschland die Angst zu machen, dass das ja auch bei uns hier große Auswirkungen hat, wo wir noch gar nicht wissen, was es für Auswirkungen hat. Ja, Finanzexperten können auch nicht die Zukunft voraussagen, auch die von Nachrichten nicht. Kann ja sein, dass die, wenn die austreten, gar nichts passiert. Das hat man ja schon so oft erlebt. Irgendeiner sagt, ich trete aus, und es passiert nichts danach. Oder irgendjemand Neues kommt dazu oder irgend sowas. Ich muss jetzt gerade an das Boyband-Beispiel denken. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, welches das. Ja, genau. Take That. Da ist damals ja Robbie Williams ausgestiegen. Und ja, da ist auch nicht wirklich viel, was passiert, was irgendwie dann so, wo man sagen müsste. Gut, da haben sich kurze Zeit danach aufgelöst, aber sie sind ja dann auch wieder zusammengekommen. Dann ist auch Robbie Williams wieder dazugekommen, und dann haben sie sich wieder aufgelöst. Ich glaube, jetzt sind sie schon wieder zusammen, aber Robbie Williams ist jetzt nicht mehr dabei. Weiß der Geier, da verliert man irgendwann den Überblick. Aber was kann schlimmstenfalls passieren?
Ich meine, ganz ehrlich, wir sind alle Menschen, wir im Zweifel dreht sich die Welt immer weiter, auch wenn die EU nicht mehr das ist, was sie ist, war, als sie angefangen hat. Ganz ehrlich. Und was heute einem vorkommt wie der Weltuntergang, kann in morgen oder sogar vielleicht auch erst übermorgen einem vorkommen wie der totale Witz. Was bringt es jetzt, sich Sorgen zu machen, was dann passiert, was dann ist, wenn wir jetzt nicht wissen, was passiert, was ist? Weil niemand, wirklich gar niemand, kann jetzt wirklich hinstehen und sagen mit hundertprozentiger Überzeugung und Sicherheit, wenn das und das passiert, dann war's das und ich weiß es jetzt sicher. Ich hab's schon gesehen. Das kann niemand. Und bevor wir das nicht wissen, was passieren kann, was passieren wird, was passiert ist oder so, dann solange können wir eigentlich nichts groß dazu sagen. Und vor allem, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, der in meinen Augen gefühlt sehr unter den Teppich gekehrt wird, ist die Tatsache, dass die ja noch 2 Jahre Kündigungsfrist haben. Das kommt mir vor wie ein Mietvertrag. Ihr habt noch 2 Jahre Kündigungsfrist. Also, die sind eh noch die nächsten 2 Jahre in der EU. Also, egal wie die Entscheidung ausgeht, die nächsten 2 Jahre ändert sich nichts großartig. Also, finde ich jetzt erstmal das Wichtigste ist, lassen wir mal die Kirche im Dorf, lassen wir mal die Briten ihre Entscheidung treffen, ihr Ding machen, schauen wir mal erstmal, was bei uns los ist und was bei uns noch verbesserungswürdig ist. Fangen wir überhaupt mal erstmal an, Gespräche zu führen und dann können wir anfangen, uns Sorgen zu machen, was morgen ist. Hey, heute ist nicht morgen und morgen ist nicht heute. Gut, das war alles, was ich euch zu diesem Thema sagen wollte und ich hoffe, dass mein Video euch gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Über Abos freue ich mich auch immer. Empfehlt mich auch gerne weiter. Ihr könnt mir aber auch gerne Nachrichten schreiben, also entweder hier direkt auf YouTube oder auf Twitter oder Facebook oder eben an meine E-Mail an diebell.redmeier@outlook.com. Ich hoffe, dass wir uns dann am nächsten Mittwoch wiedersehen und es mir dann auch wieder etwas besser geht. Bis dahin, tschüss und noch ein wunderschönes Wochenende. Und ja, auch wenn es heute und morgen regnen soll, hoffe ich ja eher nicht, aber weil mir wird es langsam auch ein bisschen zu nass da draußen. Aber naja, vom Licht her würde ich mich schon drüber freuen. Na gut, bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und ciao.